Ja. Okay. War klar, dass jetzt natürlich wieder die Lavamonster kommen. So, da ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, ob ich mich jetzt mit denen auseinandersetzen will. Ich schätze, ich muss das jetzt einfach mal machen. Oder ich ziehe mich hier einfach noch mal ein bisschen raus und mache sowas. So. Bogen habe ich nicht, ne? Ich müsste mit ihnen mit dem Schwert kämpfen. Habe ich eigentlich meine Rüstung an? Frage ich mich gerade. So. Dazu müsste ich mal ins Inventar gucken und meine Rüstung Wieso kommt der hier hoch? Was fällt dem ein? So, dann muss ich doch hier wieder Glas hinsetzen. Komm, da ist Glas. Zack, zack, zack. Zack. So, das war ja natürlich die Geschichte, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird ein bisschen komplizierter werden. Aber da werde ich mich dann schon drum kümmern. Wie gesagt, diese ganze Aktion, ich habe euch jetzt gezeigt, wie das gehen wird und ich habe euch gezeigt, was ich vorhab. Diese ganze Aktion, die werde ich natürlich wieder offscreen machen. Ich wollte es euch nur jetzt einfach mal kurz zeigen. Nicht, dass ihr denkt, oh, mein Test, schöne Idee gehabt und da geht es nicht weiter. Natürlich, hier geht es weiter. Aber wie gesagt, es ist halt so eine Endlosbaustelle, wo es halt ewig einfach geht. Wo es ewig weitergeht. Deswegen werde ich das jetzt erstmal nicht weiter verfolgen. Also ja, das ist halt ziemlich langweilig. Ich zeige euch das lieber, wenn ich es dann fertig habe, quasi. Also, und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es einfach fertig kriege. Außerdem bin ich ja eh gerade am Shadow Tactics spielen. Das will ich eigentlich auch nicht unterbrechen. Zumindest nicht großartig und auch nicht länger. Aber hier bei Mindtest, ne, da ist eben diese Baustelle, die ich mal angefangen habe, und die würde ich eigentlich auch ganz gerne irgendwie mal zu Ende kriegen. So. Und dann kann ich jetzt hier eigentlich sagen, 4, zack und zack. Und zack. Ja, wunderbar. Der läuft sich da aus. Und nee, gut, das machen wir jetzt erstmal immer nur in eine Richtung, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Sinnvollere. Na gut, wie auch immer. Wie gesagt, ich denke, ich werde das in erster Linie erstmal. Wieso habe ich eigentlich keine Rüstung mehr? Funktioniert das? Funktioniert die Mod nicht mehr? Oder wie ist das? Das ist Crafting Guide. Set Home Position, go home. Time? Nö, nö. Ach, da. Na gut, das sieht ja alles super aus. Da sollte ich vielleicht mal wieder etwas Neues basteln. So. Wie auch immer. Ich denke, ich habe euch jetzt erstmal vorgestellt, wie das funktioniert. Oder wie das funktionieren soll. Mit diesen ganzen Details werde ich mich dann wiederum ärgern. Ich hole euch dann wieder ab, wenn das hier unten alles geflutet ist, wobei ich ja eh noch an manchen Stellen gucken muss, ob ich auch wirklich alle Ressourcen, genau, Ressourcen aus dem Boden gefischt habe. Auf Wiedersehen. Gott, bin ich froh, dass der jetzt weg ist. So, 6 war's. Ein Schiff darüber. Zack, 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 zack. Also so wird es dann halt im Endeffekt laufen.
Ich werde das Stück für... Na super, so wollte ich es nicht. Ich werde das Stück für Stück eben meine Bahnen ziehen. Immer darauf bedacht. Kein Monster zu erwecken. Ja, das war zu nah. Und immer darauf bedacht, auch noch eine Bahn freizulassen, damit ich eben neue... Ja, wobei, ich muss ja nicht eine Bahn freilassen, sondern ich muss einfach nur immer noch an Lava rankommen. Und da kann ich zur Not dann eben auch in meinem Inventar, nicht in meinem Inventar, sondern... eben ein gesetztes Glas wieder abreißen und dann nach unten mit dem Eimerchen. Ach so, okay. Das macht ja auch Sinn. So. Dann machen wir das mal so. 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 Und dann gehen wir mal hier hin und sagen hier Fluff, 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 Fluff. Fluff, 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 fluff. So, und dann kann ich dich hier wieder zufluffen. Na, komm, machen wir das mal so. Fluff, fluff, fluff. Ja, ich wollte nicht da rein. Fluff, 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 fluff. Fluff. War ja so klar. War so klar. Tschüss. Wie gesagt, es war so klar, dass sowas wieder passieren wird. Aber wie gesagt, ich möchte euch damit eigentlich gar nicht wirklich langweilen. So. Ich wollte euch nur zeigen, was wir als nächstes vorhaben. Ich könnte eigentlich mal wieder... ein bisschen was essen. Genau. So, dann sind wir auf 4. Da können wir dann nämlich den nächsten Fluff setzen. Eigentlich hätte ich den gern dahin gesetzt. So, damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben. So. Und dann kann ich jetzt hier sagen, auf 6, Shift, D. So, zack, 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 zack. Dann geht's hier wieder zurück. Gehen wir hier raus. Zack, 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 zack. Und so weiter. So, und jetzt haben wir natürlich hier, wie gesagt, dann gleich... die Wand voll. Also ich kann jetzt halt wirklich hier sagen, zip. Bitteschön. Kann ich hier den nächsten holen? Kann ich hier sagen, bitteschön. Kann ich den nächsten holen und hier hinsetzen? Bitteschön. Dann mache ich da nämlich auch nochmal die zweite Reihe. So, und dann haben wir da vorne im Prinzip das eigentlich auch schon alles gesetzt. Ja. Wiedersehen. So, schade, dass es keine Erfahrungspunkte gibt, wie in okay, da ist jetzt voll lavanös. So, den da unten, den können wir jetzt natürlich noch rausholen. Da gehen wir erstmal auf die 6. Die 6. So, dann ist da wieder voll. Na, Dankeschön. Wunderbar. Die Fackeln fackeln ab. Und dann würde ich doch hier mal sagen, umgedreht und rausgeschwommen. Zack,
Zack, zack und zack. So, und dann kann ich hier sagen, 4, bitteschön. So, genau, und dann breitet sich das hier alles schön aus. Und dann bin ich hier bis zu dieser Wand lavanisiert. So, wobei ich den da ja gar nicht da haben will. Den will ich an der Stelle ja gar nicht haben, weil, wieso, jetzt kommt's gleich, weil, nochmal die 6, da ja der Lavawasserfall von da oben kommt, also wie gesagt, von hier, hier kommt der Lavawasserfall und hier ist dann die Glaswand nach ganz unten. Das heißt, ich könnte jetzt hier, sowas machen. So, aber natürlich mache ich das jetzt erstmal noch nicht, weil ich ja erstmal hier unten aktiv werden will. So, ziehen wir den mal raus. Genau. Können wir hier nämlich die Wand vollständig zumachen. Zack. So, zack, 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 zack. Ja, und wie gesagt, also so wird es dann die ganze Zeit laufen. Für euch ist es nicht so sonderlich interessant. Für mich wird es halt dann wieder Arbeit ein bisschen, aber die mache ich mir halt. Wie gesagt, diese Baustelle habe ich mir ja ausgedacht, die wollte ich auch realisieren. Ich denke, ich mache jetzt erstmal dieses Glas leer. Wir haben, glaube ich, soweit ich weiß, im Haus haben wir noch einiges an Glas. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen ausgehöhlt. Dabei haben wir auch ein bisschen Ressourcen sammeln können. Also so ein bisschen Flint, so ein bisschen Stahl, so ein bisschen, wie heißt es denn, Kohle. Genau. Und, ja, wie gesagt, das kann ich euch jetzt auch noch alles zeigen, ganz kurz. Bevor es dann eben in nächster Zeit wieder mit, wie heißt es denn? Wobei ich jetzt natürlich hier erstmal den zusetzen könnte. So, einfach. Weil es einfach... Ui, jetzt bin ich aber gerade erschrocken. Weil es einfacher ist. Dann muss man nicht dauernd so... so hin und her murksen. So. Den Dinger können wir ja dann irgendwann mal trotzdem rausmachen. So. Weil ursprünglich hatte ich mir ja eigentlich gedacht, machen wir sowas. So. Zack. Zack, zack. Zack, zack. 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 Dann kann ich hier erstmal die ganze Fläche auf Glas setzen. Das ist dann jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich kann dann nebenbei auch noch unten gucken, ob wir da nicht ein paar Ressourcen haben, die wir noch behalten wollen. So, zack, zack. 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 Okay. Zack. Und zack. Zack. So, und hier in der Kiste müsst ihr auch wieder unglaublich viel Zeug rumlegen. Hauptsächlich Steine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Ja, Steine, genau. Also Steine habe ich echt genug inzwischen. Die Frage ist, warum mache ich über diese Lava keine Steine drüber? Der Grund ist einfach der, wenn ich jetzt selber hier ein bisschen in diesem, also wenn meine Dorfbewohner, nicht ich selber natürlich, wenn meine Dorfbewohner in diesem Habitat selber ein bisschen arbeiten wollen oder müssen. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Ah, Moment. Zack, 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 zack.
Ja, genau so machen wir das jetzt. Zack, zack, zack und zack. So. Du kannst weg. Wenn meine Bewohner jetzt in diesem Habitat, also geflüchtet vor irgendwelchen Eindringlichen, sich hier unten verkrochen haben, also da oben soll es dann Wiese geben und alles Mögliche. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern dieses Licht hier als Sonnenlicht zählt. So. Wenn die da dann geflüchtet sind. So, und dann kann man jetzt hier übrigens so eine tolle Sache machen. Ich weiß, ich bin wieder sehr konzentriert, also sehr wirr. Kann ich hier jetzt sowas machen? Und sowas. Und sowas, um genau zu sein. Dann geht es nämlich noch schneller. Sowas. Und das Geile an der ganzen Sache ist ja jetzt. Das exponentiert sich ja jetzt selber quasi. Ich muss da gar nicht mehr wirklich viel machen. Ich muss einfach nur jeden zweiten mit Lava voll plöbeln. Und dann läuft es selber voll. So, zack. Die Fackel verbrennt natürlich gemütlich. Zack. Und zack. Ja, zack. Und zack.